Willkommen in der Garage und wieder mal zu einem neuen Video. Heute machen wir was richtig Geiles, mein zurzeit absolutes Lieblings-Spaghetti-Soßen-Zeug-Rezept. Wie es geht, wie es funktioniert, nach dem Intro. Abonniere den Kanal, würde ich mich sehr darüber freuen. Lass einen Daumen nach oben da und schreibe etwas in die Kommentare oder lass es sein. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Los, los, los geht's. Ja, und das Rezept ist nicht besonders schwer. Es hat echt wenig Zutaten und vom Preis her, aufgrund der Masse, die man da rauskriegt, auch echt eine super Sache. Du brauchst ein bisschen Parmesankäse oder diesen Gran Padano, je nachdem, was gerade günstig im Angebot ist. Sahne, 200 Milliliter, also das ist was für die Wampe. Dann eine Chili, eine halbe reicht wahrscheinlich. Bisschen Knoblauch, 2 Zehen für 2 Portionen und 250 Gramm Nudeln. Das sind 125 pro Kopf. Denke ich, sollte hinhauen. Jo, und die Zubereitung ist echt einfach. Als erstes nimmst du dir einen Topf, da kommt ein schönes Olivenöl rein. Das machst du dir ein bisschen warm, also nicht zu viel. Nur so ein kleiner Schluck. Und hier rein tust du den gehackten Knoblauch. Den kannst du hacken, du kannst ihn auch reinpressen. Das macht jetzt nicht wirklich viel aus. Ich mag die Stückchen lieber. Aber wenn du jetzt sagst, ach, ist mir zu aufwendig, dann mach ganz einfach, dann presst dir den rein. Aber wir nehmen den gehackten. Der wird jetzt ganz kurz im Öl ein bisschen angebraten. Jetzt geben wir von den Chili, die habe ich so in Streifen geschnitten, da geben wir die Hälfte von der Hälfte dazu, also ein Viertel der gesamten Chili. Die andere lassen wir übrig. Wer es nicht so scharf mag, der kann sich dann einfach noch was über die Nudeln machen. Über die Nudeln machen, also nicht über die Nudel, also über der Nudel täte es ja weh. Naja, also über die Nudeln machen. So, oh, das geht schon in die Augen. Und jetzt kommt hierauf einfach nur die Sahne. Eine ordentliche Prise Salz. Schöner, frisch gemahlener Pfeffer. Das darf ruhig dunkler Pfeffer sein, damit die Soße auch ein bisschen paar schwarze Popel halt drin sind. Ne? 100 Gramm von dem geriebenen Parmesan geben wir jetzt hier dazu. Also den kannst du reiben. Du kannst ihn auch in Stücke rangeben, das schmilzt dann ein bisschen schlechter. Du kannst auch das Randstück zuerst nehmen und das andere dann dir aufheben für die Dekoration oder für oben drüber. Das Randstück kannst du hier mit einschmelzen. Und das kommt jetzt hier einfach dazu. Ja, die Hälfte daneben schütten, so wie ich. Mein Gott, ehrlich. Und das wird jetzt hier eingeschmolzen. Sollte es jetzt zu dick werden, aus welchem Grund auch immer, dann kannst du einfach ein bisschen Brühe rangießen. Ein bisschen Hühnerbrühe, ein bisschen Gemüsebrühe, irgend sowas in der Art. Aber ich glaube, das wird ganz gut so. Bleibt jetzt auf dem Herd warm, bis die Spaghetti fertig sind. So 10 Minuten sollten da reichen. Die Soße soll cremig sein. Sollte es jetzt zu dünn noch sein, weil das nicht gereicht hat, ja, dann einfach hau noch mehr Parmesan dran. Das muss eine richtige, schöne, cremige Soße sein. Ja, manchmal kriegt man den Sachsen nicht aus der Sprache raus. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ihr versteht mich, ne? Oder soll ich Untertitel einblenden? Gebe ehrlich zu, ist mir noch zu dünn. Ich gebe hier noch mal was ran. Jetzt reibe ich das nicht mehr. Ich nehme jetzt einfach so Stücken. Gebt die hier dran. Wie gesagt, die schmelzen ein paar Sekunden langsamer, aber mein Gott. Immer schön rühren, damit es unten nicht anbrennt. Spaghetti kochen bekommst du hin, einfach in heißes Wasser tun, Salz rein. Das Wasser muss salzig schmecken, steck mal einen Finger rein, auch wenn der verbrennt sich nicht. Kurz rein, abkosten, wenn man weiß, ob das Wasser salzig ist. Und dann so 10 Minuten al dente kochen, das steht auch auf der Packungsanleitung drauf. Also mach dir da keinen Kopf, Spaghetti kochen bekommst du hin. Geht ziemlich einfach. So sollen die Dinger aussehen. Perfekt. Und jetzt kommen die Nudeln einfach zusammen. Da darf jetzt ein bisschen Kochwasser dranbleiben, das ist überhaupt kein Problem. In die Soße. Und dann das schön umrühren, hier mit der Soße verbinden. Und jetzt versuche ich das möglichst unästhetisch auf dem Teller zu tun. Am besten den Topf dabei runterschmeißen. Ich gucke mal, ob ich das hinbekomme. Ich kann sowas nicht dekorieren und gut, also ehrlich. Aber irgendwie so drehen soll man es, glaube ich. Jetzt natürlich auch hier nochmal ordentlich Parmesan drüber reiben. Das hat jetzt mehr dekorative Zwecke. Und unsere restlichen Chilis, wenn du jetzt so ein Brasseln hörst, hier so ein Knallen, Rauschen eventuell. Dein Kopfhörer ist nicht kaputt. Es hat angefangen zu regnen. Komm, einfach so ein paar rote Chilis nochmal hier drumherum. Das hat jetzt mehr dekorative Zwecke. Die muss er natürlich damit einrühren. Schön an die Finger ran, das Ganze. Danach ins Auge fassen. Und so soll das Ganze aussehen. Wir sind am Ende angekommen und es muss gekostet werden. Mmh. Am besten den kompletten Käse runterziehen. Naja, schön ist eh vorbei hier. Das ist so geil. Ein absoluter Traum. Das ist so lecker. Wenn es dir gefallen hat, Nudelmund, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, abonniere diesen Kanal, würde ich mich sehr darüber freuen. Und es bringt mich auch ein bisschen voran. Und ansonsten würde ich sagen, schreib was in die Kommentare oder lass es sein und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.